Ja, die Anekdote vom alten China kann man vielleicht noch ein bisschen genauer so formulieren. Der Arzt wurde so lange von allen beschenkt und damit belohnt, wie alle im Dorf kerngesund und glücklich waren. Und wenn auch nur einer in der Gemeinschaft unglücklich oder krank war, wurde, erfuhren das damals noch alle, weil ja auch noch eine Kommunikation herrschte zwischen den Menschen, und dann reduzierten alle gleichzeitig ihre Geschenke, also ihre Belohnungen an den Arzt, und dadurch war der Arzt immer motiviert, ausschließlich präventivmedizinisch für Gesundheit zu sorgen und für schnellste Genesung, aber nicht für den maximalen Verkauf und Abverkauf von Operationen aller Art, Chemotherapien aller Art, Impfungen aller Art und so weiter. Und damit ist diese Anekdote sozusagen das gesunde Kernstück alles gemeinwohlökonomischen Denkens und deckt sich damit auch sehr gut mit der Natur, mit der Weltspitze der Naturwissenschaft, wie sie ja bei Weltrat und Next Scientists for Future gegeben ist. Ja, also ich guck mal hier, ob ich, na, warum läuft der jetzt nicht? Muss ich noch mal gucken, wie das hier funktioniert. Ja, das sind ein paar Bilder von mir. So, das gemeinwohlökonomische Denken, das eben auch die Partei des Gemeinwohls als weltweit erste Gemeinwohlwirtschaftspartei bietet. Hier finden wir Foren, da kommen wir nachher auch noch zu. Also in der Schrot und Korn war jetzt der Artikel auch über gemeinwohlökonomisches Denken. Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber ist ja die berühmteste Variante, wenn auch die, über die man noch diskutieren muss. Man muss halt diskutieren, welche der Varianten des gemeinwohlökonomischen Denkens ist das Richtige, um die Marktwirtschaft zu ersetzen. Was ist also der Fehler? Der Fehler, der also oft in sozusagen in anderen Konzepten herrscht. Die Anekdote sagt ganz klar, letztendlich, ich sag mal, was die eigentlich sagt. Der Mensch ist ein Egoist und er braucht eine gewisse Lenkung, wenn er schon Tauschhandel betreibt, und der Arzt ist ja ein Tauschhändler, er verkauft ja irgendwo seine Hilfe an die anderen sozusagen, und damit ist er ein Tauschhändler. Und der Arzt braucht quasi eine gewisse Lenkung, er braucht Belohnung dafür, wenn er seine Sache gut macht, indem er die Gesundheit der Menschen fördert. Und in der Marktwirtschaft, im Kapitalismus, wird das ganze Prinzip umgedreht. Da kriegt der Arzt nicht dann eine Belohnung, wenn er Gesundheit fördert, sondern eigentlich wird er dann dafür belohnt, wenn er, ohne dass es ihm bewusst ist, eher Krankheit fördert, weil er dann einfach mehr seiner Behandlungen verkaufen kann. Und deswegen ist der Kapitalismus, die Marktwirtschaft, ein grundsätzlich verrücktes Belohnungssystem. Vom Kopf, also ist quasi auf den Kopf gestellt, ein Kopf auf den Kopf gestelltes, verrücktes Belohnungssystem, anstatt die Gesundheitsförderung und Gesundheitshaltung, Erhaltung zu messen und zu belohnen, zu erfassen, zu messen und zu belohnen, wird im Kapitalismus eher versteckt und, ohne dass es bewusst ist, belohnt, Probleme zu vergrößern, Krankheiten zu vergrößern, zu chronifizieren, um dann mehr Geld zu verdienen. Also schon an diesem Beispiel könnte man merken, dass die Gemeinwohlwirtschaft der Segen für die Menschheit ist und der Kapitalismus und die Marktwirtschaft der Fluch für die Menschheit sind.
Und wir leben in einer Gesellschaft, in der alle Parteien, die im Moment groß sind und bekannt sind, alle Dienstmägde der Marktwirtschaft und des Kapitalismus geworden sind. Sogar die Linke ist mittlerweile ganz weit nach rechts gerückt und ist zum Genossen der Bosse geworden, genauso wie die Grünen und so weiter. Ja. Ich muss das nochmal klar machen. Ich begegne ja jetzt in den Talkshows ständig Menschen, die alle irgendwie denken, der Mensch sei anders, als er tatsächlich ist. Das war schon der Fehler des damaligen Pseudokommunismus und Pseudosozialismus, dass man dachte, der Mensch wäre ein selbstloses, unegoistisches, supersoziales Wesen. Er wäre quasi so gut wie die Ameisen und Bienen oder gar so gut wie die Körperzellen eines Körpers, obwohl das Gegenteil der Fall ist. Ja? Ameisen und Bienen sind sozusagen, ich zeige mal weitere Bilder hier, das Bild wollte ich jetzt aufrufen hier. Na, also, wenn wir uns das klar machen, ein Ameisenstock ist genetisch eher wie ein einziges Tier. Also ein Mensch, also die Ameisen untereinander sind zu 75% genidentisch. Also zu einem sehr hohen Maße genidentisch. Das ist jetzt die zweite Zahlenordnung. Also wenn man so sagt, zwei Geschwister bei uns Säugetieren sind 0,5 miteinander verwandt. Das zeigt also, zwei Brüder teilen durchaus viele der wichtigen Gene, aber haben auch natürlich noch egoistische, konfligierende Interessen, weil sie eben nicht zu 1,0%, also nicht zu 1,0 miteinander verwandt sind, sondern zu, so wie die eineiigen Zwillinge, sondern zu 0,5 miteinander verwandt sind. Jetzt sind aber Ameisen hier, wenn wir das hier so als Bienenstöcke und Ameisenstöcke und hier vielleicht hier ein Körper mit seinen Körperzellen sehen, dann sind also die Bienen und Ameisen, da sind die Individuen untereinander zu 0,75 verwandt, verhalten sich also schon fast so wie ein Körper, in dem seine Körperzellen ja zu 1,0 verwandt sind miteinander und deswegen dann die Körperzellen auch jederzeit bereit sind, sich aufzuopfern, selbstlos aufzuopfern, als Immunzellen ihren eigenen Tod in Kauf zu nehmen, indem sie sich in den Abwehrkampf gegen irgendwelche Angreifer stürzen. Und genauso bei den Ameisen und Bienen, da sind die Soldaten auch bereit, sich in die Abwehrkämpfe zu stürzen und dabei ihr eigenes Leben zu riskieren, da eben auch Ameisen und Bienen eher fast schon so etwas sind wie ein eigener Organismus. Das Einzige, was uns fehlt, ist rund um den Ameisenstock eine gedachte Haut oder um das Bienenvolk und seine ausfliegenden Arbeiterinnen herum. Also fehlt uns eigentlich eine gedachte Haut. Und wenn wir uns aber diese Haut denken, dann können wir den Bienenstock und den Ameisenstock sozusagen als ein Tier sehen, einen sogenannten Superorganismus, wie das Professor Hölldobler ja auch wohl formulieren würde, der Ameisenforscher. Und da ist es eben so, dass man letztendlich sozusagen den Eierstock hat. Der Eierstock ist die Königin, ja? Aber das ist eigentlich nur ein Organ innerhalb dieses Tieres. Die Königin ist also der Eierstock
und die anderen sind die Körperzellen und deswegen verhalten die sich sehr sozial. Jetzt haben wir aber bei Säugetieren ganz andere Verhältnisse. Da sind Mutter und Kind nur 0,5 verwandt, also nicht 0,75 oder 1,0 wie bei den Körperzellen, sondern miteinander Mutter und Kind, Bruder und Schwester miteinander nur 0,5 verwandt. Das heißt, da ist eine riesige Menge Platz für einen natürlichen, gesunden Egoismus sozusagen. Also sozusagen, wenn der DNS-Befehl grundsätzlich lautet, auch bei den Ameisen und Bienen, ich, dein Genom, befehle dir, mein Körper, dir, Körper, schieße du mich in die Zukunft hinein und räume im Zweifelsfalle alles aus dem Wege, dann ist es immer so, dass bei Brüdern, zwei Brüdern zum Beispiel, der Bruder einerseits ein Interesse daran hat, dass der Bruder vielleicht auch Nachkommen bekommt, weil er ja dann auch durchaus eigene wichtige Gene und neue Gene, die man selber trägt, auch weiterträgt in die Zukunft und damit dem Befehl der Gene Genüge getan ist, wird sozusagen. Aber wenn es darum geht, ob der Bruder sich entscheidet, ob er selber lieber eigene Nachkommen mit einer Frau zum Beispiel haben soll oder der Bruder mit dieser Frau Nachkommen haben soll, da wird sich der eine Bruder sicherlich immer dafür entscheiden, dass er lieber selber diese Nachkommen haben soll mit dieser Frau, weil er dann ja mehr von seinen eigenen wichtigen neuen Genen in die Zukunft schießen kann damit. Und dieser gesunde Egoismus, diese Erkenntnis der Naturwissenschaft, wie Menschen tatsächlich sind, wie Säugetiere sind, immer auch gefährdet, gewalttätig zu sein gegenüber anderen Artgenossen, ja, durch Rivalentötung, Kindstötung bei Löwen, ja, Rivalentötung, Kindertötung bei Gorillas müssen wir auch wenn wir die Filmmaterialien noch nicht haben, aber müsste es eigentlich auch Rivalentötungen geben und Kindertötungen geben. Und dann hatten in der Evolution eben diejenigen Vorteile, deren Mutationen mehr kooperatives Verhalten von Egoisten erzeugten als andere. Und so entstand dann der Bonobo-Kommunismus, erstmal also das Urwald-Bonobos Panpaniscus und parallel dazu wahrscheinlich das Savannen-Bonobos Homo erectus Homo sapiens. Und das bedeutet, dass da die Genetik, dass die Gene ein Sozialsystem ansteuern, das mit erstaunlich wenig oder mit sehr, sehr wenig Gewalt auskommt, ja, mit sehr hohem Maß von Kooperativität enorm erfolgreich und wirksam und effizient ist und zugleich egoistisch ist. Also die Frage der Evolution war, wie kann Leben bei Säugetieren, die nun mal ziemlich egoistisch sein müssen und sind, aufgrund ihrer 0,5 Verwandtschaft mit ihren Geschwistern nur, wie kann Leben zugleich egoistisch und kooperativ sein? Und diese Frage wurde gelöst in dem Bonobo-Kommunismus des Savannen, der eben also ein Leistungs- und Wettbewerbskommunismus ist, ganz im Gegenteil zu den Pseudokommunismen und Pseudosozialismen, die die Menschen versucht haben, fußend auf dem Irrtum, der Mensch sei anders, als er wirklich ist. Genauso auch jetzt bin ich ja im Gespräch mit Leuten, die wollen das Geld abschaffen, obwohl sie nicht erkennen, dass das Geld ja nur ein einfaches Mittel ist, einen anderen zu belohnen für Wohlverhalten und das gute und richtige Verhalten zu erzeugen. Und ja, von daher, oder andere wollen, dass die Menschen wirklich selbstlos schenken. Das fußt dann wieder auch auf einem anderen vorteilbringenden Irrtum.
Wir haben ja bei den Sozialsparten den gefährlichsten großen vorteilbringenden Irrtum, den diese ausstreuen, nämlich, dass hier sozusagen der große Irrtum, der vorteilbringende Irrtum der Sozialsparten, die ja davon leben, möglichst viele sozial Schwache und arbeitsunfähige und leistungsunfähige zu verwalten und zu betreuen und daran Karriere zu machen, sozusagen in der Betreuung von sozial Gescheiterten. Und der Irrtum, der vorteilbringende Irrtum lautet: Alle Neugeborenen sind gleichermaßen Genies, aus denen kann man alle Albert Einsteins machen. Die Naturwissenschaft hat genau das Gegenteil bewiesen. Wenn die Eltern große Gehirne haben, kriegen auch die Kinder ungefähr auch wieder große Gehirne, trotz aller genetischen Variation. Und wenn die Eltern kleine Gehirne haben und deswegen entsprechend dumm sind, kriegen auch ihre Kinder wieder im Durchschnitt kleine Gehirne, die eine gewisse Streuung haben. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, er fällt ein bisschen vom Stamm, aber so dass also sozusagen, wenn man nicht darauf achtet, dass wie in jeder gesunden Art die Kinder überwiegend hier gezeugt werden, in dem Bereich der Hochleistungsfähigen einer Art, dann wird die Art unfähig, dann wird der Staat, in dem solche Mentalitäten vorherrschen, wird unfähig und geht kaputt wie das Römische Reich, geht seinem Niedergang entgegen, weil er mit den anderen Staaten der Welt nicht mehr konkurrieren kann. Er kommt irgendwann in einer Situation, wo er also in einer Situation sich befindet, hier wie damals die nordamerikanischen und südamerikanischen Indianer gegenüber den Europäern, ja, dass er also dann also auch technologisch in einen Rückstand gerät, und dann passiert leider immer wieder das, dass die Tendenzen gerade im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft dann doch immer auch andere anzugreifen und zu erobern dazu geführt haben, dass die Europäer einfach die Ureinwohner Amerikas, Gesamtamerikas abgeschlachtet haben und sich halt an ihre Stelle im Wesentlichen gesetzt haben. Und deswegen ist es sehr wichtig, da eben diese ganzen Illusionen, dass der Mensch so selbstlos sei und so weiter. Nein, wir dürfen nicht, wenn wir selbstlos vorgehen, dann kommt das ja dazu, dass wir im Prinzip diese hier genauso ernähren wie diese hier. Und das ist ein ganz großer Fehler. Die menschliche Form bedeutet ja, dass man hier die unfähigen Menschen, die arbeitsunfähigen Menschen, dass man sagen muss: Liebe Mutter, liebe Frau und liebe erwachsene Männer, wir ernähren euch Erwachsene und verhindern so Leiden bis zu eurem Tode. Aber für eure Kinder geben wir kein Gramm Nahrung, damit ihr gemäß dem Naturgesetz, das ja gemäß der linken Frauen-Emanzipationsbewegung heißt, mein Bauch gehört mir, und in der Natur heißt das naturgesetzlich, mein Neugeborenes gehört ganz allein mir, und in der Natur entscheiden sich Frauen dann, wenn sie für das Kind keine guten Zukunftschancen haben, dann gegen dieses Kind und lassen es sterben. Natürlich bei uns heute in der menschlichen Kultur würden wir das in einem glückseligen Drogenrausch einschlafen lassen, so dass es nur Glück erlebt und nie Schmerz erlebt, aber dennoch verschwindet von der Welt, so dass also dann die arbeitsunfähigen Menschen eines Staates, einer Sozietät verschwinden, wenn sie dann des Alters sterben, haben aber bis dahin ein angenehmes Leben gehabt, nur haben sie keine Kinder hinterlassen, und damit sind ihre unzulänglichen Gene auch ausgestorben, und wir haben die wenigen Nachkommen, die wir brauchen, auch um die Überbevölkerung dann allmählich zu reduzieren, die wenigen Nachkommen haben wir im Bereich der Fähigen, der Arbeitsplätzeschaffer,
der Genies und der Fähigsten einer Art sozusagen, und dann haben wir den Naturgesetzen Genüge getan. Ja? Und all diese anderen Bilder, die, also das sind so Traumbilder, die vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten sind, die sich damit Geld verdienen, und wenn es nur die Buchverkaufsgelder irgendwelcher Esoterikbuchhandlungen sind, die mit solchen Märchenwelten dann Gelder verdienen, dann diese unrealistischen Menschenbilder, das wird also nie funktionieren. Ne? Ja. Wir müssen also davon ausgehen, und wenn wir jetzt noch mal in die Details gehen, der heutigen Sendung, der heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute, dann machen wir doch mal gerade an diesem Beispiel der Sozialsparten, sehen wir nämlich das Dilemma der, also die Weltspitze der Naturwissenschaften bedeutet eine neue, völlig neue evolutionspsychologische Perspektive. Ja, wir sagen ja, dass der Mensch zur Selbsttäuschung fähig ist, ja, und dass er eben wie die Sozialsparten diesen vorteilbringenden Irrtum entwickeln kann. Alle Neugeborenen sind Genies, dadurch neigen die Sozialsparten dazu, der Gesellschaft zu empfehlen oder es als schlecht hinzustellen, auf die genetische Qualität der Menschen zu achten und diese zu berücksichtigen. Dadurch kommt es dann zu einer übermäßigen Anhäufung von Kindern der genetisch unintelligenten, unfähigen, inkompetenten sozusagen. Das schädigt auch die Sozialsparten. Aber der individuelle Profit, den der Sozialspartler hat, indem er eine riesige Karriere macht, weil es immer mehr Sozialfälle gibt, die er zu betreuen hat, dieser Gewinn ist viel größer als der Verlust dadurch, dass natürlich er auch insgesamt die Ernährung dieser arbeitsunfähigen Menschengruppen natürlich auch mitfinanzieren muss, anteilig. Aber er gewinnt ein hohes Gehalt, er macht Karriere und gewinnt ein hohes Gehalt in der Betreuung der Arbeitsunfähigen, und gibt nur einen kleinen Teil dieses Gehaltes wieder ab für die Finanzierung auch dieser ganzen Geschichte. Also so gewinnt er in der Summe mehr, und das erklärt es, dass eben diese vorteilbringenden Irrtümer nicht hinterfragt werden, weil sie in der Summe mehr einbringen als Schaden anrichten. Jetzt fragt man sich natürlich, warum jetzt aber, wenn wir also sozusagen im Bonobo-Kommunismus, hier haben wir eine hübsche Frau, ja, und hier wieder eine hübsche Frau. Im Bonobo-Kommunismus, wenn doch alle in Liebe waren mit allen, warum konnte dann trotzdem der Tauschhändler anfangen, Geschichten zu erzählen, dass also diese Sexualität aller mit allen schlecht sei? Und eklig und abzulehnen und so weiter. Ja, ich kann mir das so erklären, dass am ehesten in solch einer Gemeinschaft hier, in solch einer, na, hier, wo haben wir's? Hier, in einer solchen Gemeinschaft, hier so in einer Gemeinschaft, ja, nicht alle Männer das Gefühl hatten, zu den allerbeliebtesten bei den Frauen zu gehören, sondern sie hatten alle Sex, aber es gab schon auch die unfähigsten Männer, die die geringsten Geschenke an die Frauen und Kinder machen. Und die sind, irgendwo werden die auch gespürt haben, dass sie vielleicht nicht ganz so geliebt sind wie die anderen. Und die haben dann vielleicht dieses neue, sich eröffnende Lebensfeld, nämlich als Tauschhändler zu arbeiten, sozusagen einer Profession nachzugehen, des Tauschhändlers,
aufgegriffen und für Sie als Tauschhändler, besonders wenn Sie fremde Gruppen in der Ferne besucht haben, also außenstehende Gruppen, an denen Sie ja gar kein Interesse hatten, ja, dass Sie dort eigentlich ein großes, dass es Ihnen dort relativ gleichgültig war, wenn dort deren Sexualleben reduziert wurde durch die neue Kommunikation, hört doch auf mit dem vielen Sex und dem vielen Schmusen sozusagen. Weil wenn diese fremde Gruppe dann ihr Schmusen reduzierte, dann erlitten diese fremde Gruppe einen Endorphinmangel. Und hier unten rechts an dem rundlichen Ding, wie immer, anklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude, weil ich ja so langsam rede. Ja, und wenn hier in der fremden Gruppe beim Ferntauschhandel sich deren Sexualleben reduziert, hat das ja erstmal auch keine Auswirkung auf sein eigenes Sexualleben, wenn er dann wieder in seiner Gruppe war, in seiner Gruppenehe war, in seinem bonobo-kommunistischen Lebenssystem war. Und dass von daher also sozusagen diese Kommunikationen, diese glaubte, obwohl er auch aufgrund dieser angstmachenden Kommunikation sicherlich auch anfing, sein eigenes Liebesleben etwas einzuschränken, aber er machte dadurch so viel Gewinn bei der Einschränkung des Liebeslebens, durch die Einschränkung des Liebeslebens der anderen, dass er diesen vorteilbringenden Irrtum nicht mehr hinterfragte, weil er in der Summe einen sehr großen Gewinn brachte. Auf jeden Fall ist es eben in diesem Falle etwas schwieriger zu erklären, wieso quasi, oder auch beim Arzt ist es schwieriger zu erklären, wieso er vorteilbringende Irrtümer glaubt, die ihm zwar viel Geld bringen, weil er dann sehr viele Operationen verkaufen kann, die aber ihn ja auch in die Irre führen, wenn er diese Irrtümer glaubt. Und da hat sich auch gezeigt, dass diese Selbsttäuschung durchaus ein bisschen auch ins Wackeln kommt durch die sogenannte Teilbewusstheit, dass nämlich wir bei Ärzten festgestellt haben, dass sie teilweise Wasser predigen, aber selber Wein trinken. Also für die Kinder anderer Menschen empfehlen sie aggressive Chemotherapien, aber für ihre eigenen Kinder versuchen sie eher natürliche Wege einer Genesung oder Gesundheitsfindung zu gehen, weil sie irgendwo doch ahnen, wie gefährlich diese Dinge sind. Also zeigt also schon, dass der Mensch in seiner Fähigkeit der Selbsttäuschung auch so eine kleine Fähigkeit zur Teilbewusstheit hat. Also einerseits tritt er bewusst auf und sagt, ich bin überzeugt, dass das so ist, wie es ist. Aber irgendwie ahnt in ihm etwas und er predigt den anderen Wasser und trinkt selber Wein, ohne allerdings auf dem Level des Betrügers zu sein, der genau weiß, dass er die anderen belügt und schädigt und davon profitiert. Also man kann sagen, der Mensch von heute ist ein Zwischending zwischen dem Betrüger und dem Nichtschädiger. Es ist einer, der in der Marktwirtschaft über Selbsttäuschung und Teilbewusstheit mit Wasser predigen und Wein trinken ein bisschen so eine Mischform hat, wo er also andere schädigt und dabei trotzdem sich noch ein einigermaßen gutes Gewissen bewahren kann und ihm irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit ist, dass er einerseits ein Selbstbild hat, ich bin doch in der Wahrheit, ich tue doch Gutes, und trotzdem so eine Art Teilbewusstheit im Notfall, dass der Arzt eben dann doch die gefährlichen und schädlichen Therapien, die Geld bringen, nur den Kindern anderer Menschen verschreibt und verordnet, aber seine eigenen Kinder vor diesen aggressiven Therapien schützt, ja. Und das ist diese Teilbewusstheit. Aber es ist also eine merkwürdige psychologische Situation.
einerseits ein gutes Gewissen zu bewahren, ein gutes Selbstbild zu haben. Deswegen sollten wir auch davon ausgehen, dass alle Menschen sich als gut sehen und insofern auch gut sind, weil eben nur ganz wenige wirklich ganz aktive, bewusste Betrüger sind, sondern die meisten in der Marktwirtschaft in diesem merkwürdigen Selbsttäuschungsmilieu leben, aus einer Mischung aus Selbsttäuschung, gutem Gewissen und dennoch der Fähigkeit zu einer gewissen Teilbewusstheit und zu einer gewissen Fähigkeit, Wasser zu predigen, selber aber Wein zu trinken, wenn es sich um die eigenen DNS handelt und die eigenen DNS in der Zukunft, die eigenen Kinder und so weiter. Ja, ja. Und jetzt ist halt der Punkt, wie kann man solch ein merkwürdiges, in der Marktwirtschaft so anfälliges für die Schädigung anderer Menschen, so anfälliges psychisches Wesen sozusagen wie den Menschen steuern? Und da kommen wir dann eben zur gemeinwohlwirtschaftlichen Steuerung, zur gemeinwohlökonomischen Denkweise. Und da geht es jetzt eben darum, hier, dass man also ganz im Gegenteil zum Kapitalismus, dass also für bestimmte vorteilbringende Irrtümer enorme Belohnungen ausschüttet. Ja, also der Früharzt und Frühhändler, der sich irrt, der also den Menschen seine natürlichen sexuellen Lustquellen wegredet und ihnen statt dafür seine Produkte zum Kauf und Tausch anbietet sozusagen, der kann dann aufgrund seines Erfolges eben wiederum sehr viele Nachkommen, leibliche Nachkommen ernähren und findet auch viele geistige Nachahmer, bis sogar die Universitäten sogar seine vorteilbringenden Irrtümer als angebliche Wahrheiten an den Universitäten lehren, ne? Wie wir es ja im Fache der Medizin zum Beispiel haben, wo fast ausschließlich vorteilbringende Irrtümer, der geschäftsfördernde Irrtümer gelehrt werden und nichts mit Wahrheiten zu tun haben. Aber das ist es eben. Universitäten sind eben auch, in der Marktwirtschaft sind eben auch Orte der Pseudowissenschaft in erster Linie, hauptsächlich Orte der Pseudowissenschaft, weswegen es ja den Weltrat gibt als einzige Wahrheitsinstanz der Erde, die wir noch haben. Ja. Und wenn wir jetzt kontert man durch das gemeinwohlökonomische Denken, kontert das Ganze und sagt hier, wir messen den Nutzen für die Menschen, also das Wohl, ob dieser Früharzt und Frühhändler Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, also auch seines Umfeldes, eher positiv beeinflusst oder negativ beeinflusst. Und dann wird er entweder finanziell abgestraft oder finanziell belohnt. Und dadurch rückt dann also derjenige, der hartnäckig seine vorteilbringenden Irrtümer beibehält, rückt dann in die Aussterbensposition. Und die sich umstellen können auf Wahrheiten, die können dann weiterhin überleben und große Karrieren machen und Erfolge haben. Und dann haben wir eine gesunde Gesellschaft durch die Wende hin zum gemeinwohlökonomischen Denken, zur Gemeinwohlwirtschaft allgemein. Und ja, und so haben wir nochmal die besondere psychologische Situation geschildert. Kann ich jetzt noch einmal hier deutlich machen, hier, was haben wir noch zum Schluss für heute, für diese wissenschaftliche Tagesschau heute? Dann haben wir eigentlich nur noch zu zeigen, wo Sie studieren können. Also hier, das ist ja jetzt eine Vorlesung unserer Mini-Uni von Weltrat Next Scientists for Future. Und Sie finden uns ja gerade hier auch wahrscheinlich auf dem Sender Next Scientists for Future.
weil der Sender Weltrat der Weisen dann in erster Linie auch für unsere Professoren vorbehalten ist, die dann also, wenn die in wichtigen Gesprächen sind. Und Next Scientists for Future ist ja der Arbeitskreis, wo auch wild experimentiert und gedacht und innovativ und pionierartig experimentell gedacht wird. Und jetzt gucken wir doch mal, was wir hier noch so Schönes haben, nämlich wir haben für Sie eingerichtet auf unserer alten, überholten Seite, dieser hier, der Weltratsseite, Rat der Weisen heißt die, die, da können Sie jetzt in Zukunft, können Sie jetzt also hier, Sie tippen das jetzt oben ein, rat-der-weisen.beepworld.de, dann landen Sie hier auf dieser Seite, ziehen das kurz runter, also hier so, ziehen das hier so kurz runter, wie ich das eben getan habe. Na, so, so, dann haben Sie das hier ungefähr. Und dann, wer mitdiskutieren, studieren und stöbern und schmökern möchte in diesem Denkumfeld, sollte eintippen, ja, und dann, wenn Sie dann hier sind, können Sie hier anklicken. Forum 1, Forum 2, also alles Befreundete ist auch darunter gemixt. Partei, das Gemeinwohl, das sind ja alles nur befreundete Geschichten, ja. Hier eigene Homepages und so weiter, hier wieder befreundete Seiten und so weiter. Und dann hier eigene Fernsehsender, befreundete Fernsehsender, andere Fernsehsender. Und gerade zum Beispiel die gestrige Sendung, wo wir auch noch waren, nach dem Moon-Talk gestern Abend, nach den Wandelgesprächen, hier kann man hier anklicken. Also ganz neu. So können Sie immer alles studieren. Sie finden jetzt also alles immer hier, also auf dieser Seite, die Sie so finden, rat-derweisen-beepworld.de. Und so haben Sie dann immer den Zugang. Hier werden auch neue Links noch reingestellt, falls noch neue Empfehlungen dazukommen. Wenn Sie das alles anklicken und davon immer weiterklicken, haben Sie das gesamte Studium Weltrat, Next Scientists for Future, das gesamte Weltspitze der Naturwissenschaftsstudium vor sich, wenn Sie wirklich sich für die Wahrheit entscheiden und nicht für die Welt der vorteilbringenden Irrtümer der Marktwirtschaft oder des Kapitalismus, in der die Menschen alle total verwirrt sind, weil fast jeder Mensch ein anderes Muster an vorteilbringenden Irrtümern im Kopf hat. Also wenn wir uns das nochmal hier anschauen, dann, wo haben wir das? Vielleicht können wir das hier nochmal sehen. Wenn wir uns das anschauen hier, dann ist also quasi der Mensch in der Marktwirtschaft, sein Kopf ist angefüllt von einer Unmenge an vorteilbringenden Irrtümern, die jeden Menschen, wir haben das Phänomen, dass die Marktwirtschaft am Ende 8 Milliarden Menschen erzeugt, die alle völlig anders denken, die nicht mehr miteinander kommunizieren können, die so anders sind, weil sie jeder ein individuelles Muster an vorteilbringenden Irrtümern im Kopf hat. Hier noch einmal hier die verschiedenen Sparten der Gesellschaft dünsten ihre vorteilbringenden Irrtümer und ihre Geldscheine aus in die Welt der Denkmacher, der Meinungsmacher, Journalisten, Universitäten, Spielfilmemacher, Politiker, Parteien. Und so wird alles am Ende ein Einheitsbrei, wobei jedes Individuum wieder jedes Individuum einen individuellen Mix an vorteilbringenden Irrtümern erhält, also an Gehirnwäsche, Propaganda, Massenmanipulation und Werbung im Kopf hat und das glaubt und entsprechend die Menschen eigentlich gar nicht mehr miteinander können. Und dazu kommt noch die Gehirnschädigung durch die Änderung der Evolutionsrichtung und so weiter, sodass es sein kann, dass die Menschheit nicht mehr zu retten ist, sondern verurteilt ist zu einem Schrecken ohne Ende, dass die weitere Evolution eine weitere Evolution der Degeneration sein dürfte. Also, ach, ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Also eine Evolution der Degeneration sein könnte.
ja, wo wir also immer weiter degenerieren. Wir sind schon seit 400.000 Jahren in einem Degenerationsprozess, der erstmal mit einer Abbremsung der positiven Entwicklung begann und dann zu einem Kippen vor 40.000 Jahren führte und die seitdem auch die Gehirnevolution wieder rückläufig ist. Wir werden wieder dümmer wie unsere Vorfahren, primitiver, und dadurch natürlich haben wir keine Chance, jemals aus der Marktwirtschaft und dem Kapitalismus rauszukommen, so wie ich jetzt auch vermute, dass eben die meisten Menschen erstens diese Sendung gar nicht anklicken, weil sie gar nicht verstehen, von was ich rede, weil sie irgendwie überhaupt gar kein Problem im Kapitalismus und in der Marktwirtschaft sehen. Und die anderen, die mich hören, die hören mich zwar, verstehen mich aber offensichtlich auch nicht. Und so ist das halt. Und das liegt daran, dass eben ja auch die Gehirne auch immer kleiner werden und dadurch dann ein Ausweg aus Marktwirtschaft und Kapitalismus nicht mehr möglich ist und dadurch immer mehr Elend, immer mehr Leiden und Unglück und Übergewicht und Krebs und Krankheiten auf uns warten, und das scheint unaufhaltsam zu sein. Ja, aber eben, wenn man, ja, also noch einmal, zum Schluss, wie ist gemeinwohlökonomisches Denken in seiner höchsten Form? Das führt zum Beispiel auch die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme ein, wobei auch immer da eine Alterskorrekturformel verwendet werden muss, so dass also niemand, auch aufgrund der Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve, weder eine Praxis, noch ein Supermarktleiter, noch irgendjemand sonst irgendwelche Kunden anhand äußerlicher Merkmale rausekeln möchte, zum Beispiel aufgrund von hohen Vorerkrankungsraten und so weiter, die erfahrungsgemäß dann auch mit durchaus eher Tendenzen Richtung Verschlechterung der Wohlfühlstimme einhergehen. Also wenn man solche Korrekturformeln mit dabei hat, dann wird niemand versuchen, irgendjemanden rauszuekeln, sondern jede Praxis und jeder Supermarktleiter wird sagen, ich muss alle Leute, die zu mir kommen, bestmöglich betreuen und zu ihnen zu einem gesünderen, glücklicheren, längeren und reicheren Leben verhelfen. Und wenn ich das tue, dann sind auch alle Konzerne unsere Diener und tun uns gut, alle politischen Kräfte tun uns gut. Wir haben ja bei der Politik die Bundesländer, Bundesliga, der Landesregierungen, wodurch wir dann die Politiker eben gemeinwohlwirtschaftlich es nicht mehr zulassen, dass die Politiker gegen uns arbeiten, sondern entweder man ist als Politiker unser Diener oder die Karriere wird schneller beendet, als wir gucken können, durch die gemeinwohlwirtschaftliche Leistungskontrolle für Politiker. Ja, und es gibt immer wieder Menschen, die denken, es ginge ohne diese Leistungsmessung, aber wie gesagt, das führt dann erstens zu einer genetischen Zerstörung also der Zerstörung der Genqualität der jeweiligen Staaten, weil es zu viel Nachwuchs hier gibt und relativ zu wenig hier. Sozusagen, also die erste Aufgabe echter Politik ist dafür zu sorgen, dass wir die wenigen Nachkommen, die wir im Sinne einer Überbevölkerungsreduktion haben sollten, hier im hochleistungsfähigen Bereich haben, damit hier, so wie das jede gesunde Art macht, jede gesunde Art hat immer in sich Tendenzen, die dazu führen, dass am Ende natürlich auch von der Selektion bewirkt, immer nur die leistungsfähigsten überleben und nur wenn die Leistungsfähigen und deren Nachkommen überleben, hat die gesamte Art im Wettbewerb aller Arten überhaupt eine Überlebenschance. Und für uns sind vielleicht die anderen Arten nicht so gefährlich, obwohl, wenn wir so die Mikroben denken, ist es schon auch wichtig, dass die mit den leistungsfähigsten Immunsystemen Kinder bekommen, damit auch dann die Kinder wieder hochleistungsfähige Immunsysteme haben. Aber ansonsten ist bei uns das Entscheidende, dass die Staaten im Moment immer noch, solange wir noch Staaten haben und wir nicht wieder ein Netz der bonobo-kommunistischen Gruppenehen auf der Erde haben,
sozusagen, die alle friedlich miteinander leben. Aber solange wir Staaten haben und eine zwischenstaatliche Konkurrenz noch existiert, solange muss jeder Staat darauf achten, dass er zu den leistungsfähigsten Staaten gehört. Und das geht nur dadurch, indem er dafür sorgt, dass möglichst hier nach Möglichkeit nahe Null Kinder entstehen und hier die wenigen Kinder, die wir im Sinne der Überbevölkerungsreduktion haben sollten, dann hier entstehen, sodass man dann im weltweiten Wettbewerb noch überleben kann und kein bettelarmes Land wird sozusagen. Ja. Ja, von daher so viel zu dieser heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Jetzt muss ich gucken, wie ich das wegmachen kann. Ich muss wahrscheinlich hier alles wegmachen. Irgendwie will es nicht so, wie ich will. Na, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich komme da nicht dran. Jetzt klickt es endlich auf.